Ja, das ist crazy, ne? Was hast du für einen Bildausschnitt? Als Jugendlicher, als Teenager, ich habe, glaube ich, mit 14, 15 Jahren das Skateboarden beendet. Hatte damals schon immer so einen kleinen Schuh-Tick, habe mich für DC interessiert, für Ease, für Eric Kosten und all die neuen Modelle, die damals rausgekommen sind. In diese Turnschuh-Szene bin ich dann irgendwann reingerutscht. Ich kann das gar nicht genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe mich immer für Schuhe interessiert, sage ich mal. Ich hatte Glück, genauso in den Hype reinzustarten, genauso die Welle mitzunehmen. Und hatte dann, glaube ich, schon ja, mit fast 1000 Fans die erste Kooperation mit Stans damals. Hab dann, nachdem ich dann irgendwann so bei Adidas reingerutscht bin, dadurch nochmal einen riesen Push gekriegt, weil ich auf die Events eingeladen wurde, weil ich natürlich Schuhe von denen bekommen habe und halt auch Kampagnen mit denen gefahren habe. Ich konnte weder fotografieren noch irgendwie mit Webseiten umgehen, ob das WordPress ist oder HTML oder irgendwas. Ich bin eigentlich ein totaler Noob gewesen, was das alles angeht, auch was Bildbearbeitung, also sprich, das ganze Thema war eigentlich Neuland für mich. So, und ich habe mich da jetzt so langsam eingearbeitet und mittlerweile kann ich das, glaube ich, ganz gut. Warum bin ich so groß geworden? Ich glaube, ich versuche halt immer eine persönliche Note in meine Texte und mit meine Beiträge reinzubringen irgendwie. Und ich glaube, dass sich die Leute mit mir identifizieren können. In einem gewissen Maße zumindest. Einen typischen Style, den ich mit Köln in Verbindung bringen würde, ist, glaube ich, ein Air Max. Und zwar die Pre-2007er Version. So, weil ich kenne halt super viele Leute in Köln, die all diese Modelle noch haben, weil sie halt super lange dabei sind in der Community und all diese Schätze halt zu Hause haben und die besitzen. Ja, der Air Max 1 wird, glaube ich, gut passen. Ja, ich kann mich an meine erste Sneakernest erinnern. Die war in Amsterdam, ich meine im Jahr 2010. Und damals habe ich mir einen Huarache Light Beamster gekauft. Den habe ich sogar noch in meiner Sammlung. Ich finde es super, auf Messen zu gehen, eben weil ich dann den Kontakt habe mit den Leuten. Es ist ja wirklich so, ich schreibe super viel mit meinen Leuten, ob es bei Facebook ist, bei Snapchat. Teilweise haben die mich bei WhatsApp drin. Ich kommuniziere halt super viel mit denen und ich mag eigentlich immer ganz gerne ein Gesicht sehen oder die Person auch persönlich kennen, mit der ich da rede. Und teilweise ist es ja so, dass ich halt im Internet super lange Freundschaften schon pflege und die Leute halt nie gesehen habe. Und deswegen finde ich so eine Messe halt super cool und super wichtig auch, weil man da halt den persönlichen Kontakt herstellen kann. Ob es sich wirklich verändert hat, weiß ich nicht. Ich glaube, mir kommt es so vor, weil ich mich halt wirklich 24 Stunden damit beschäftige mittlerweile. Und weil es ja auch speziell in Deutschland so viele Sneaker-Blogs gibt, Sneaker-Seiten und auch eine tolle Store-Landschaft, die wir haben. Es hat sich schon gewandelt irgendwo. Ich glaube, das ganze Business, die ganze Szene ist einfach riesengroß geworden und gar nicht mehr so eine Nische, wie wir das damals als empfunden haben. Die Frage ist halt, war es damals wirklich eine Nische oder haben wir es nur so gedacht? So, das ist halt die Frage, mit der ich mich beschäftige. Klar, speziell jetzt in den letzten zwei Jahren hat es sich extrem verändert, weil halt super viele Teenies oder neue Leute dazugestoßen sind, was ich nicht schlimm finde. Ich finde immer, wenn die Leute sich damit identifizieren und sich damit beschäftigen und nicht jedem Hype hinterherrennen, dann ist es eine coole Sache und dann haben sie auf jeden Fall, sind sie auf jeden Fall richtig in dieser Szene. Ja, tatsächlich ist es so, wenn ich zum Beispiel in einen neuen Store reingehe, dass auf jeden Fall erstmal gesnappt wird. Das ist klar, vor allen Dingen, wenn ich noch nie da war. Weil dann bin ich gerade da, dann gehe ich einmal rum, dann sind die Eindrücke und Impressionen noch alle neu. Und das ist dann wirklich wie First View, also First Person. Da können die Leute sehen, ja, was ich sehe im Endeffekt. Und dann, wenn ich dann etwas zu lange angucke, dann wissen die auch, okay, der interessiert sich da gerade für oder was. Oder wenn ich da noch was zu sage, dann noch besser. So. Klar, als allererstes wird, glaube ich, immer erstmal gesnappt. So, und dann, eine halbe Stunde später, wenn du dir die besten Eindrücke geholt hast, ich glaube, dann fängt das Instagramming an, was so ein bisschen hochgezogen sein muss, ne, ein bisschen besser aussehen muss. Für mich ist Snapchat immer live. Da kann man auch mal scheiße aussehen. So. Christopher Blumter ist mein Name, 31 Jahre alt aus Krefeld. Ich führe seit mittlerweile 4 Jahren den Deadstock Sneaker Blog.
einer der größten Sneakerblogs in Deutschland.